Hallo, herzlich willkommen aus der Sunny Side. Heute aus dem Workshop bei Vancouver. Wir haben schon einiges an Willi gemacht. Die Kälte der letzten Tage hat dem echt zugesetzt. Wir mussten die Bremszylinder von der Trommelbremse hinten wechseln. Auf der einen Seite hat es schon richtig geleakt, weil durch die Kälte bei fast minus 30 Grad zieht sich alles so zusammen. Es ist richtig nass hier drin. Das ist das, was da am Reifen. Seht ihr da diese Spur hier? Und hier die Spur am Reifen, das war das, was nach der Kälte auftrat. Und ja, siehe da, hier drin alles richtig eklig nass. Beide Bremszylinder gewechselt, dann haben wir die Glühkerzen gewechselt. Junge, Junge, Junge. Der letzte macht Probleme. Das sind wir jetzt hier mit so einem, how's it called? It's like an induction heater. Ist quasi wie der Herd. Nicht rauskommen, ist das Problem nicht meistens hier das Gewinde, sondern hier unten das Carbon-Gewinde, das schmilzt, wird dicker und passt dann nicht mehr durch das Loch. Und das ist jetzt passiert. Und jetzt muss man das vorsichtig drehen hin und her, damit sich die Verdickung löst und man das aus dem Loch wieder rausbekommt. Wir haben gewonnen, wir müssen nicht den Zylinderkopf wechseln und haben nichts kaputt gemacht. Was ein Glück. Und heute gehe ich mit euch mal, ich räume die Kiste auf und ich räume unter meinem Sitz auf. Und dann nehme ich euch mal mit und zeige euch, was ich an Werkzeug an Bord habe und an Gedönse an Bord habe, an Ersatzteilen und so weiter. Und wir fragen Art, was ich noch brauche, was ihr noch gebraucht, also was man so dabei haben sollte. Da kriegen wir jetzt mal einen guten Überblick. Und also heute wird wenig gereist. Also wer Reisen und Drohnenaufnahmen sehen möchte, den muss ich heute leider enttäuschen. Der muss beim nächsten Mal wiederkommen. Heute gibt es allein die Werkzeugkiste. Und fangen wir mal an, würde ich sagen, oder? So, ich habe mal alle mein Werkzeug und Ersatzteile runtergeholt. Hier liegt noch mehr, was ich alles so dabei habe. Also, ich habe hier einmal einen Satz Dichtungen für den Motorblock, Dichtungen fürs Differential, Dichtungen, Wasserpumpendichtung. Alle Dichtungen, die ich so hatte, habe ich dabei. Und man weiß ja nie, besser haben als nicht haben. 1, 2, 3, 4. Die U-Joints für die Propshafts. Eine 32 mm Hub-Socket für die Radnaben. Dann habe ich hier solche Teile dabei, die sind die Kappen für die Achsen. Das kommt dann hier hin, damit da kein Wasser reinkommt. Und die können von der Sonne halt kaputt gehen. Und damit man die austauschen kann, habe ich da zwei Ersatz dabei. Dann habe ich neue Bremsschuhe dabei, Bremsbeläge für vorne, für die vordere Bremse, Bremsbacken. Dann habe ich hier ein Set, um einen Balljoint zu reparieren. Das ist für die Lenkung. Dann hier Differentialdichtungen, zwei Stück. Eine neue P-Gasket-Dichtung, die ist für Motorblock zu dem Block, der die ganzen Sachen hält, wie Wasserpumpe, Alternator und so. Und das ist die Dichtung, die schon mal kaputt gehen kann. Die ist ganz wichtig, die ist aus Metall. Und die muss man da drunter machen, die muss man auch manchmal tauschen, habe ich auch dabei. Ölfilter, Dieselfilter, noch mehr Ölfilter, Kupferpaste habe ich in hier. Dann hier ein Teil, um den Balljoint zu reparieren. Das ist das Teil, um das da rauszuziehen. Trichter, Tannenzweig.
So, dann habe ich hier hinten für den für hinten die Tankanzeige, für den Geber habe ich hier nochmal so ein neues Festmachding und eine neue Dichtung, falls man da dran muss. Dichtung für den Ölfilter, Double Ball Seals, zwei Stück für die Achsenschirme, falls die undicht werden, auch hier drin. So, das ist so meine Ausstattung. What is, which part you should take all? Tie rod ends. What is tie rod ends? Ah, tie rod is that for the steering. The other one, the other one's from your kit. Ganz neu kriege ich hier ein Timing Belt Tool. Das Timing Belt Kit, das ich jetzt auch an Bord habe. So now, this does many things. These are your locking pins. This will hold the gear for the injection pump, and it will also act as a puller to take the lower gear off the crankshaft. Mm. Manual? No, of course not. good to have for your other travelers too. Yeah. Was haben wir noch? Dann habe ich hier Gearboxöl, also Getriebeöl, Bremsflüssigkeit und das ist Servolenkungsöl, ATF. Das habe ich immer dabei. Little Kit hier. Oh, mein Plattenkit. Oh ja, Tire Plug. Tire Plug. Einmal schon benutzt, funktioniert exzellent. Das ist auf jeden Fall gut zu haben. Luftfilter. Luftfilter. Ist immer wichtig. Dann Wagenheber. Ich habe hier den Original Land Rover Wagenheber. Einen dicken, fetten Hammer. Hammer ist immer gut. Dann haben wir hier eine Brechstange, auch immer gut. Meine Werkzeugbox. Die ist vom Bauhaus, kann ich nicht empfehlen. Kauft euch anständiges Werkzeug, wenn es geht. Aber hier ist halt so eigentlich alles drin, was ich immer so brauche. Bis jetzt ziemlich gut. Ich habe natürlich die Knarre, die hier drin war, die war so scheiße, die habe ich direkt gegen eine andere ersetzt und die habe ich dann verloren und dann habe ich mir hier in Kanada diese neu gekauft. Die Nüsse, die sind okay, die machen ihren Job, aber ich würde mir was Cooleres kaufen beim nächsten Mal. Also dann hat man halt tiefe Sockets, dann hier unterschiedliche Bits und hier nochmal in klein und Verlängerungen und ja, damit komme ich eigentlich ziemlich gut aus. Repairboxen. Elektrik Sachen hier, Schrumpfschläuche. That is quite neat. That is an adapter for the Canadian gas bottles to our little cooker. Oh, that's nice. So we never had a big bottle that is Canadian, and we got the European model. That's nice. Yep, that's quite nice. Für unsere Vorhänge, Druckknöpfe zum Druckknöpfe dran machen. Auch ein Satz Schrauben habe ich hier in der Kiste. Dann habe ich hier ein selbstverschweißendes Klebeband, Isolier- und Abdichtband für Schläuche. Das funktioniert super im Notfall. Also wenn einem der Schlauch kaputt geht, kann man den damit notdürftig flicken und zum nächsten fahren. Das hat uns schon bei der Wasserpumpe extrem weitergeholfen hier. Also ein Kleinkram. Hier einen neuen Griff für die Tür dabei. Halter. Hier für den Strom nochmal solche neue Endkappen. Car Relay, ein Autorelay, einfach ein normales.
Dann habe ich hier so Anti-Rutschband, das habe ich im Fußraum, hier so wie so Schmirgelpapier, Klebeband, das ist eigentlich ganz cool. Hier nochmal In-Kabelsicherungen, damit man nochmal irgendwie, wenn man was Neues baut, das absichern kann. Dann habe ich hier noch diese Kabeldurchführung, die wir hinten am Auto haben, die sind auch ziemlich, die sind super. Einfach ein Loch bohren, das ist super dicht. Dann gibt es da unterschiedliche Einsätze für unterschiedliche Kabelgrößen. Hier, das sind die Teile, das sind so selbst verlötende Kabelteile. Da steckt man Kabel rein, drückt das zusammen, erhitzt das und dann lötet sich das zusammen. Damit habe ich unten unseren Kabelbaum geflickt. Dann habe ich hier so Straps, da kommen Kabelbinder durch und dann kann man Kabel halt schön wegbinden. Nieten, klar. Noch solche, die heißen Locks, die sind ganz cool. Die haben wir hinten an unserem Hecktisch. Das sind so Klemmteile, die kann man dran machen. Das ist ziemlich cool. Ein Kopf und dann kann man hier das so dran zwischen und das jetzt mit einem metrischen Gewinde. Oder ich habe auch hier das mit Blechschrauben. Das ist ziemlich schön, kann man Vorhänge mitmachen, kann man unseren Tisch, das ist wirklich, das klickt dann einfach so ein und wenn man nicht dran zieht, dann bleibt das immer feste und wenn man dran zieht, ist jetzt nicht necessary, habe ich aber dabei. Pulver, das macht man ein bisschen nass und damit hat man die saubersten Finger der Welt, das ist richtig cool. Ja, eine zweite Box. Was ist denn da drin? Ah, hier sind noch Schrauben von unserem Dachzelt. Hier habe ich unser Landstromkabel, das wir ja hier in den USA nicht brauchen, weil wir auf 220 Volt innen drin nur funktionieren. Aber für Europa schön zu haben. Dann habe ich hier, das ist geil, Quickfist heißt das. Damit kann man Schaufeln und Sachen anbringen. Da ist ein Loch in der Mitte, das schraubt man irgendwo hin und dann kann man hier diese Gummistraps da drüber ziehen und dann kann man irgendwas befestigen. Das ist richtig cool. Habe ich hier mein Z-Tech Batterieladegerät. Das ist auch ein super geniales Ladegerät. Das kann sogar die Batterien reparieren. Das Problem ist, funktioniert hier bei uns in Kanada auch nicht, aber ein Batterieladegerät ist gut dabei zu haben und man hat, das gibt es einmal. Das ist einmal hier mit so normalen Klemmen für die Batterie oder wenn man es feste installieren will, mit einem Wandler zum Beispiel oder mit Dings, kann man das auch direkt hier dran schrauben an die Batterie und dann kann man das einfach da einklinken. Man kann das hier abmachen und dann braucht man das nur noch an Dingsen. Hier habe ich noch eine Water Pump. Eine neue Wasserpumpe, die hatte ich noch über. Hier Axt, kaputt gegangen. Hier habe ich noch einen 3D-Neiger für mein Stativ. Ist jetzt nicht unbedingt fürs Auto, aber habe ich auch dabei. Dann habe ich hier noch solche Teile, die wollte ich mal installieren. Das ist wie am Schiff, dann kann man irgendwas am Dach daran anbinden. Das müsste ich auch nochmal machen. Nochmal ein extra Schalter. So, das ist in der Box. Und jetzt kommt noch meine rote Box. Ta-ta-ta-ta. Hier drin habe ich einmal eine Niet-Mutternzange. Die brauche ich nicht oft, aber die ist für manche Sachen echt Gold wert, für den Innenausbau, zum Reparieren. Dann habe ich eine Säge. Natürlich habe ich auch irgendwo Sägeblätter. Kleine Metallsäge. Flexscheiben. Ich habe auch eine Flex dabei. Die ist noch oben drin. Dann habe ich natürlich, wie es für einen Defender gehört, eine Nietzange. Pfeile. Winkel. Hammer. In klein. Kleiner Hammer. Dann habe ich eine normale Rohrzange. Schere. Dann habe ich hier noch so ein, das sehe ich gerade, ein Werkzeug, um Eyelets einzuschlagen, so Metallringe, die habe ich hier, habe ich eben gesehen. Hier, um in eine Plane oder in irgendwas, wo man es halt braucht, ist ganz nützlich, solche Eyelets und die haut man dann einfach mit dem Teil und einem Hammer, macht man ein Loch im Stoff und haut das da rein.
Dann habe ich hier ein bisschen Lochband, um irgendwas zu reparieren. Ist immer gut. Dings. Eine andere, noch eine kleine Zange. Cutter, sehr hilfreich. Dann alle möglichen Schraubenschlüssel. Unterschiedlichen Größen. Dann habe ich hier einen Bohrer für unterschiedliche Größen. Noch mehr Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, eine Lampe, auch nützlich. Noch mehr Schraubenschlüssel in allen möglichen Größen. Ah, hier ist das Sägeblatt für meine Säge. Und noch mehr Schraubenschlüssel. Dann habe ich Schraubenzieher in unterschiedlichen Größen. Bohrer, Imbusschlüssel, Markierungen zu machen, um, wenn man irgendwo was reinbohren will, ein Punch, Messer, das könnte mal eingeklappt werden, Zange, noch eine Zange, Kabelbinder. Habe ich hier ein Abschleppseil und was auch ganz wichtig ist zum Abschleppseil, hier diese Schäkel. Die kann man dann an den Autos dran machen und dann kann man was abschleppen. Das ist auch super praktisch, diese Teile. So, und dann haben wir natürlich noch ein Fach mit Zeugs. Und zwar unter meinem Sitz. Dann nehme ich noch mehr. Also, was ich auch immer dabei habe, hier WD-40 ist klar. Und Fluidfilm. Dann habe ich hier noch mehr Schraubenzieher. Dann habe ich hier eine Crimpzange, ein Ladegerät für unseren Akkuschrauber, dann ein Voltmeter, sehr wichtig, das braucht man wirklich ständig, Duct Tape, Kabelbinder in verschiedensten Größen, Längen, was zum Messen, Schraubenzieher. Das hier habe ich geschenkt bekommen. Das ist auch richtig cool. Ich musste es zum Glück noch nicht gebrauchen. Damit kann man rundgedrehte Schrauben wieder rausschrauben, vor allem so im Holzbereich. Akku für meinen Schrauben, meinen Akkuschrauber. Dann habe ich hier noch so Band. Große Kabelbinder, die man wieder öffnen kann, die man wieder benutzen kann. Auch sehr praktisch, um mal temporär was festzumachen, zwei Stück. Dann hier für die Reifen, die sind gut, plus eine Verlängerungsstange kriegt man eigentlich immer die Radmuttern ab. Weitere Schraubenzieher, die ich öfters mal brauche, das habe ich immer hier unten drin. Noch mehr. Und den Teil, das ist die Ratsche für den Wagenheber. Oh, ganz wichtig, Autosicherung habe ich immer dabei. Kleine Kabelbinder. Dann hier meine Mini-Grease-Gun, um die Nippel abzuschmieren von den Prop-Shafts und überall, wo abschmier, an den Ball-Joints. Damit kommt man überall gut hin. Da ist jetzt so ein flexibles Ding. Eine kleine Grease-Gun. Eine kleine Fettspritze. Fettspritze, sagt man das auf Deutsch? Ich weiß nicht. Dann einen zweiten Wagenschlüssel, Ersatzglühbirnen, Gelegenheit, während ich euch das zeige, auch mal alles aufzuräumen. So, Schrauber, die gute Bosch. Dann habe ich hier natürlich noch so ein Pack mit Bits und nochmal so einen kleinen Nusskasten. Immer dabei ein Messer und ich habe ganz neu meine neuesten Errungenschaften. Moment, hier einmal so ein Zahnarztwerkzeug, um Ohrringe oder Sachen rauszuholen. Das ist super praktisch. We say nutfucker to this thing. Adjustable wrench. An adjustable wrench. And if you misadjust, you screw your nut. Fuck, nutfucker. Aber in the States they call it a metric fits all. A metric fits all, yeah.
aber super praktisch für kleine Arbeiten, wenn man mal eben, da braucht man da nicht die große Box. Und wenn man es nicht zu feste anziehen muss oder einfach nur was lösen will, ist das ein super praktisches Teil. Und ich kann es nur empfehlen, das im Armaturenbrett liegen zu haben. Hier ist MOVEit, das ist noch besser als WD-40. Das ist richtig geiles Zeug, damit kriegt man alles wieder lose. Good for displacing water too, like WD-40. Yeah. WD means water displacer. 40 was the 40th recipe, but it's a terrible penetrating oil. This will displace water too if you're trying to dry something. Okay. Ah, wieder was gelernt. WD-40 heißt Wasservertreiber und the 40th Formel. Well, that's WD-40 everybody knows. Yeah. That was the 40th formula. The 40th try to... Yeah, that's right, yeah. Okay, also der 40. Versuch für das Zeug zu entwickeln, um Wasser zu vertreiben, das heißt WD-40. Haben wir doch wieder was gelernt. Dann habe ich hier noch, das ist auch super wichtig, ein Magnet zum Ausziehen, um irgendwas, was im Motorraum hängt, wieder zu fischen. Das ist mega. Das hat richtig Power. Das Teil ist... You should have one, right? Yeah. Das ist ziemlich wichtig, um den Ventilator vorne auszubauen, den Kühler-Dings. Dann hat man mehr Raum, dann kommt man an den Timing Belt, to get to the Timing Belt, yeah. Right? And to everything, actually. Yeah. Wenn man den wegmacht, hat man einfach Platz vorne drin. Und das ist ganz wichtig. Und der geht hier so um die Ecke. Klingen kommen neu dazu. Unserem Schabeding hier, wie fürs Ceransfeld, um Dichtungen zu entfernen. Ventilreparatur-Set und neue Ventile. So eine Kappe, die halt auch dichtet, wenn das Ventil kaputt geht. Da ist so ein Gummiding drin und dann ist man good to go. Silikonzeug, um irgendwas mal abzudichten oder so. Dann natürlich hier habe ich die Flex, immer Handy. Flex ist immer gut. Und den Schlüssel, um das zu ändern, um das Blatt zu wechseln, habe ich hier hinten ans Kabel geklebt, damit der auch immer da ist, weil der ist sonst immer weg. Dann haben wir hier einmal Überbrückungskabel, schön dick. Und dann habe ich hier noch einen Kompressor. Der ist auch Gold wert. Wenn man irgendwo stehen bleibt, man kann den Reifen da auffüllen. Dann ist hier noch so, hier mit Anzeige und Teil. Dann habe ich hier noch einen Klappspaten. Den kann man so auseinanderklappen. Deswegen Klappspaten und auch so zusammenklappen. Super handy das Ding. Klein, leicht. Wunderbar. Und hinten am Auto hängt noch eine Schippe an dem Snowboard. Das Snowboard wird jetzt im Sommer auch durch Sandbleche ersetzt. Alles weg. So Leute, das ist das Zeug, das ist das Werkzeug, was ich alles so dabei habe. Bis jetzt bin ich gut ausgekommen und es ist jetzt noch aufgestockt. Und ich denke mal, ja, ist ganz gut. Wenn ihr noch Sachen habt, die ihr dabei habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann kann man sich ja hier noch ergänzen. Ich kann meinen Kladderadatsch aufstocken und die das gucken und lesen können das auch aufstocken. Wenn ihr mit Richtung Süden Panamerikaner kommen wollt, abonniert es Sunnyside. Denkt immer daran, der Weg lohnt sich und wir sehen uns im nächsten Video on the road. Ciao!